Soll ich von diesen Anfasserpflanzen und so Zeug mitbringen? Wenn du nichts zu tun, also wenn du Zwang hast. Ja. Also wenn du Platz hast. Auf jeden Fall. Blumenkugel, die komischen Fußnägel, die es gibt. What? Ich weiß auch nicht, wovon er redet. Es liegen doch immer auf dem Weg zum hoch. Liegen so komische Teile da, die aussehen wie so Fußnägel. Ja, rede weiter, ja. Rede weiter. Und davon kriege ich ja, habe ich halt immer wieder welche im Inventar. Und die sind bäh. Hier hab ich was. Anfasserpflanze. Wir haben jetzt übrigens ein neues Essen. Smoothies. Yay. Okay. Die bringen Gesundheit, physischen Nahkampfschaden. Und Fernkampfschaden. Mhm. Fernkampf haben wir doch. Aber wir mich. Wieso haben wir keinen physischen Fernkampfschaden? Natürlich. Die Bögen? Und ich glaube, mein Granatwerfer ist auch physischer Fernkampfschaden, ja. Hm. Ist das nicht Explosionsschaden? Da gibt es nicht, ist physischer Fernkampfschaden. Und es gibt noch, ach doch, der Explosivschaden, du hast recht. Denn doch der Bogen. Ich meine, das ist halt beides, oder nicht? Ach ja. Katha, ich hab ne lustige Idee für dich. Oh Gott. Mach mal, komm mal ganz kurz runter zu deinem Garten. Zu den blauen Pflanzen. Ja. Mach den Gang hier zu. Die Wand hat mit mir geredet. Mach den Gang zu. Hä? Verlauf mich immer wieder. Wieso soll ich den Gang zu machen, wenn du dich verläufst? Weil du derjenige bist, der hier bastelt. Ja, warte. Das heißt ja nicht, dass nicht jeder auch basteln darf. Ja. Ja, aber ich muss jetzt wieder nach oben und meine Leiche holen. Tja. Klingt nach einem Du-Problem. Ja. Wo ist meine Leiche abgeblieben? Wo bin ich gestorben? Hä? Hey, Cora-Maus. Ich guck gerade, ob ich irgendwie eine Schiene um diesen großen Dungeon drum bauen kann. Du bist eine kleine Maus. Nur eine kleine Maus. Du bist eine kleine Steckermaus, ne? Du bist eine kleine Steckermaus. Ich sehe meine. Da bin ich gestorben. Wie ist das eigentlich? Oh mein Gott, schon 15.30 Uhr. Ich glaube, wir machen bald mal Schluss, wa? Ist? Können wir machen, ja. Bin aber noch gar nicht müde, Papi. Was? Er hat doch nicht vor zu spielen, bis wir einschlafen. Oh nicht. Wir machen einen Open End Stream. Das sind gerade aber 4 Stunden. 5 Stunden. Ja. Und das an einem Nicht-Samstag. Ja. Muss aber wenigstens warten, bis ich mein Zeug wieder geholt habe. Ja, wir müssen ja nicht sofort das Spiel beenden. Doch, jetzt. Doch, hast du gesagt. Nicht? Lern zuhören? Wir hören dir nicht zu? Ich weiß. Warum sollten wir dir zuhören? Richtige Frage. Oh, das ist knuspriger Smoothie, ist richtig gut. Der bringt Rüstung für 10 Minuten und physischen Fernkampfschaden für 10 Minuten. Aber der hat ja feste Bestandteile. Ja und? Eine Frage. Was ist ein knuspriger Smoothie? Der Knusper ist ein Smoothie nicht eigentlich trinkt. Irgendwas, was aus Früchten zusammengebatscht wird? Nein. Ja, warum? Das ist ein steiniger Smoothie. Dieser Smoothie wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. Bitte nicht. Ist der Sinn eines Smoothies nicht, dass man ihn leicht
verdauen und zu sich nehmen kann. Bei Zelda kann man auch Smoothies aus Steinkartoffeln machen, wird hier gerade gesagt. Von Mark. Ich meine, hast du mal die Karocke angeschaut? Die sieht relativ steinig aus. Die sieht eher aus wie was anderes. Das ist wieder dein Kopf. Ja. Ja, weiß ich. Gut. Ich weiß, dass es mein Kopf ist. Es ist immer mein Kopf. Freut mich. Ich habe übrigens mal eine kleine Ausstellung eröffnet. Da, wo der Garten vorher war, ist eine kleine Ausstellung. Und was stellst du aus? Die Schmucksachen. Oder die wertvollen Sachen. Da, wo wir sagen, wo halt gesagt wird, oh, das ist wertvoll. Also ist es Klumpatsch. Wieso rennen... Oh mein Gott, die sind alle in mein Haus reingelaufen. Die Tiere sind alle in meinem Haus. Es werden immer mehr Tiere. Ich frage mich, warum es immer mehr Tiere werden. Oh. Something, something, Fortpflanzung. Mhm. Kann man an der normalen Werkbank die Plattform bauen? Da ist eine Eisenkiste dabei. Cool. Ach, ich habe aber auch Steine. Larvenfleisch. Brauchst du noch Gleise? Ja, aber ich komme gleich zurück. Ich habe gleich keine Gleise mehr. Ich habe meine 200 Gleise verbaut. Oh Gott. Elektrisches Kabel, 4 Stück. Glückwunsch. Zwei rostige... hast du in deiner Ausstellung wertvoll auch rostige Angelhaken? Nein. Willst du rostige Angelhaken haben? Ja. War mir so klar. Du hast Gleise? Ich habe 4 Gleise. Ich weiß nicht, warum du fragst und dich dann wunderst, wenn ich antworte. Ich habe hier noch eine antike Kiste. Die könnte man hinstellen. Könnte ich einmal durchgucken, was ich hier für Garbage habe. Ich bin dabei, ich versuche hier gerade irgendwie ein Stück für, also wenigstens so ein bisschen Ordnung zu erschaffen. Sagt Cutter. Wenigstens einer. True. So, ich komme wieder zurück. Also wir haben jetzt hier unten eine Kiste mit Böden und eine mit Wänden. Und was ist, wenn du etwas sowohl als auch benutzen kannst? Gibt es nicht. Doch? Nein. Gibt es für dich nicht oder gibt es generell nicht? Gibt es generell nicht. Kannst du so eine Wand nicht in den Boden setzen? Nein. Es gibt Wände, die du in den Boden setzen kannst. Vor allem, was, wenn du sie abbaust. Ich glaube, Wände kannst du nicht in den Boden setzen. Probier's aus. Neuer Talentpunkt in Beschwörung verfügbar. So, kritischer Befehl. Ja, man kann, wenn nicht 4%. Man könnte auch dem Kaninchen einfach glauben. Nein. Impossible. Ja, ich merke das. Impossible. Ach nee, das waren Böden. Anderlingsbuch. Kriegst du aber auch hinterhergeworfen, oder? Ja. Ah, fuck. Jetzt ist hier alles wieder voll. Wo? Autsch. Ganz viel Erz. Habe ich Platz für dich? Werde ich sehen. Oh Gott. Wir haben halt wirklich keine Ordnung hier drin, ne? Das fällt dir jetzt auch auf. Keine. Hertha, du bist herzlich dazu eingeladen, Ordnung zu schaffen. Frag mal, was ich gerade mache. Was machst du denn gerade? Ordnung.
Das glaube ich, wenn ich sehe. Mein Essen ist fast alle. Nein, musst du mehr Essen mitnehmen. Jetzt müsstest du mehr Essen kochen. Mein Leuchtessen ist alle, die Pilze sind fast alle. Was ist fast alle? Mein alles. Leuchtessen. Wir haben 2 Kisten voll mit Essen. Wenn da auch nur ein Platz ist. Das ist ja unerheblich. Ja, es ist nicht mein Essen. Oh, ich will mein eigenes Essen, ich bin Wolfi. Ich glaube, Wolfi ist auch voll, möchte nur einen Slot für Essen haben. Ich glaube auch. Ja. Ja, schlicht. Oh, fuck. Ja, mein Bogen ist im Arsch. Mir kommt ja keiner zur Hilfe. Was, wenn ich sagst, du Hilfe brauchst? Ich soll kochen, wurde mir gesagt. Ja, Gang ist ja immer noch nicht so. Ja, weil ich soll kochen. Jemand meckert mich an. Ich soll aufräumen, ich soll kochen. Was soll ich denn noch alles tun hier? Kata, schön, was für dich, bitte. Reparatur hier. So, einmal alles aufrüsten. Was? Warte mal. Ich habe 25% Chance auf Erhalt eines Samens beim Ernten und ich kriege einfach keine Samen. Dann ruppelst du noch nicht genug an den Samen. Offensichtlich. Dieser Dodge-König. Also, Wolfi, was möchtest du denn gerne, was soll dein Essen denn gerne können? Hunger stillen. Davon haben wir 2 Kisten voll. Das ist das Einzige, was ich brauche. Davon haben wir 2 Kisten voll. Go for it. Ich dachte, du willst eine besondere Fee, weil du immer dann irgendwie Leuchteblumen-Pilzsuppe haben möchtest. Ich dachte, du willst irgendwas Besonderes haben, jetzt, was die können. Die hast du mir mal gegeben und jetzt habe ich die halt immer gegessen. Da konnte ich richtig schön in der Gegend rumgucken. Also du möchtest, was das leuchtet. Offensichtlich. Leuchten, da brauche ich bloß meinen Geist anstrengen. Man kann jetzt von dem Tempel aus, also wo der dritte Boss war, ins neue Biom fahren. Yay. Ich probiere es gerade nochmal aus, dass es auch hier durchgängig ist. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie alles nicht funktioniert. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das funktioniert nicht. Hey, ich soll, dieser Buff halt zum Beispiel, dass ich 25% Chance habe, einen Samen zu bekommen und ich kriege einfach keinen. Wenn das nicht funktioniert, ist natürlich kacke. Ich habe eine verschlossene Eisenkiste. Haben wir noch irgendwo Eis verschlossen? Ja, haben wir. Also ist ein Bach einfach. Bau einfach Fächer. Okay. Eisen. Wir haben aber noch 2 Eisenschlüssel. Zu spät. Oh Gott, ich greife den Heindler an aus Versehen. Was ist sowas? Wut? Also sprich, wir gehen dann das nächste Mal das neue Biom erkunden. So, da drinnen waren eine Kriegsaxt, Eisenbarren, antike Münzen und hochfliegender Poncho. Naja. Höchstens ein paar Eisenbarren. Chucky ist ja sympathisch am Stänkern, aber eure Themen sind auch wieder wild heute. Kann man auch mit super inhalieren? Frag für einen Freund. Ja, prinzipiell kannst du das, weil es geht ja nur darum, dass du heißes Wasser, du musst, es ist ja, du kannst auch mit reinem heißem Wasser inhalieren, das geht ja auch. Es geht ja nur um die Feuchtigkeit. Und die ätherischen Öle in Tee oder irgendwie sowas sollen dir nur nochmal extra Bonbons. Bono geben. Ätherische Öle aus Bonbons. Zum Beispiel.
Ich mach mir den Gang hier weg, ich laufe da immer falsch. Ja, mach das. Ich hab gehört, als wenn du stirbst? Nein, wenn ich zum Teleporter gehe. Also waren Fackeln und das irritiert mich. Nicht nur dich. Ich weiß nicht, wovon ihr, was ihr für Probleme habt. Da war eine Sackgasse. So. Das ist nicht der richtige Weg. Also. Zufälligerweise zu so ein paar Blümchen. Ruhig hier. Wolfi möchte gerne, dass das Essen leuchtet. Hm. Ja, oder nee, warte mal, ihr wollt Mana. Ihr wollt doch mal Mana, sagt ihr, ne? Nö. Wollt ihr kein Mana? Ich brauche kein wirkliches Mana. Ich verbrauche die 30, die 100, die ich habe. Für meine vier anderen Links. Und danach schieße ich mit dem Bogen. Oder irgendeiner anderen Fernkampfwaffe, die wir eventuell bald mal kriegen können. Vielleicht können wir mit Skalit Musketen bauen. Ja, die Muskete ist Müll. Macht zwar viel Schaden, aber stößt sich zum einen zurück, zum anderen. Ja. Vielleicht können wir eine bessere Schusswaffe bauen mit Skalit. Soll ich was machen, was heilt und Rüstung gibt? Heilen und Rüstung ist immer gut. Ja. Aber ich hab da kein Problem mit, dass das so eine Auswahl ist. Ich guck da gerne durch und ergötze mich daran, dass es alles von verschiedenen Sachen gibt. Hier, knusprige Stein, Stipsnick ist doch perfekt. Hat das Katta noch irgendwo eine Samenkiste? Ja, jedes Feld hat eine, also du kannst aber auch einfach, da steht, also, komm mal kurz mit. Bin schon da. Jedes Feld hat seine eigene Kiste. Du kannst aber auch diese Kiste hier nehmen. Da kannst du reinwerfen, wenn du keine Ordnung, also wenn du keine Ahnung hast. Ja, ich habe keine Ahnung. Anfanas. Ja. So. Okay, da sind Erze. Hier ist es. Was ist denn hier für eine Kiste? Na, die ist leer, okay. Was ist hier? Ah, das sind Chuckys Tränke-Sachen, okay. Haben wir irgendwo eine Bombenkiste? Wir haben. Einfach in die Waffenkiste rein. Kannst du in die Waffenkiste reinpacken? Haben wir nicht noch einen von den großen Knallern? Haben wir. Oh, von den richtig großen Knallern. Ja. Wir haben ein bisschen Ordnung jetzt plötzlich in dieser. Also, die ist jetzt nicht super, aber in jeder Kiste ist jetzt immer was Spezifisches drin. Und da bitte. Ja. Also, ich habe jetzt geguckt, es gibt jetzt keine Kiste, in der irgendwas doppelt ist. Wenn die richtige Frau am Arbeiten ist, warum nicht? Ne? Und jetzt keine Kiste mehr. Ich habe das immer völlig ignoriert. Sondern alles hat jetzt einen Platz. Also immer schön auf den Stapeln klicken. Genau. Schienen sind bei Bauwerk, bei Bauzeug, oder? Schienen hab ich. Chucky, ich habe hier 4 Schienen für dich. Hopp. Ich weiß gar nicht, wo die Schienen hingeworfen sind. Ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Schienen sind, glaube ich, hier unten bei dem Schienenwerkzeug. Also da sind keine Schienen mehr drin, weil du, glaube ich, alle verbraucht hast. Ich hab's jetzt hier bei der Musikkiste getan. Da kann man Kristallschädel-Spielzeug genau, kommt wohin? Ich geh einfach an die Kisten und drücke auf alles einsortieren. Hatte ich schon. Die waren nicht mit. Waren nicht doch, mit die dabei. Sind hier in der großen Kiste. Oh, doch. Entschuldigung. Mümpfen. Sind die Kisten auch diagonal verbunden? Ja, aber dann kommt man nicht mehr ran. Ja. Ich lasse einen Platz, dass man dran kommt noch. Genau, weil dann kommst du nicht mehr an die Kisten ran, das ist das Problem. Ja, ja. Nee, weil wegen den Schienen, dann muss ich immer das Erz rausholen. Aber ja, das ist ein kleines Problem. Haben wir seit neuestem eine Tierkiste? Ja.
Also wo die Tiere drin sind. Ja, hier oben. Ach ja. Da mache ich meine zweite Kiste, dann kommt da eine mit Tiere und eine mit Tierzutaten sozusagen. Probier mal ein bisschen was aus. Mit Automatikzeug. Okay, kommst du mal kurz am Tisch? Gleich. An den Kartentisch? Willst du Yu-Gi-Oh! Spielen? Nee. Ich muss gucken, wo er das neue Biom gefunden hat. Ich hab's noch schon markiert heute. Ist das das Grüne ganz... ja, da ist mir die Frage zu lassen. Ja. Ja, hat sich bei mir noch nicht mit aktualisiert. Da ist ein kleines grünes Stück bei dem Fragezeichen oder ist da mehr aufgedeckt? Bei mir nicht. Ich hab ein kleines Stück aufgedeckt. Bei mir ist da noch gar nichts aufgedeckt. Achso, okay. Ja, wollen wir jetzt dann einmal ganz kurz gemeinsam hingehen, um Skalit abzubauen? Ja, wir können das auch nächstes Mal machen. Ja, wir Skalit bauen können wir kämpfen also nicht, wir gehen dahin und machen nur Skalit. Was für... Schade. Ich hätte gedacht, man könnte irgendwie die Türen automatisieren. Das wäre schön, ja. Oh, hier ist noch ein Tier. Generiert eine kleine Menge... Okay, es... Da kommen wir mit den Wegen hin, meinst du? Wir haben aber gerade keine Wegen da. Doch. Da steht ein Wagen, aber du kannst noch einen bauen. Ich habe einen. Ich brauche noch einen. Also einer steht auch da, dass man hin und her kommt. Hier steht kein Wagen. Jo. Nee, unten bei dem Tempel, bei dem Dungeon ist das der Anfang. Mehr Schienen hatte ich noch nicht dabei. Ach so. Ich komme gelaufen. Alter, der ist aber schnell, der Metall, Wagen. Huiuiuiui, da lohnt sich dann schon. Ja, und du wirst ständig schon Gegner ergriffen, wenn du da vorbeiziehst. Ja. Und dann geht man zu dem Dungeon oder wo? Also ich bin jetzt zum Dungeon teleportiert. Oh, das wäre natürlich auch schlau. Ich habe den Anfang an den Teleportpunkt gebaut. Das wäre ja auch schlau gewesen. Weil die anderen beiden Netze sind noch nicht verbunden, das ist so weit auseinander. Da rennt vor mir weg. Angst! Wir müssen auch irgendwie noch reinkommen in den Dungeon, ne? Oh, das war ja auch so kompliziert. So Fuß. Nee, ich hab auch schon umgebaut. Okay. Kata, ja. Du weißt schon, dass du hinter dir jetzt die ganzen... I don't fucking care! Ja, aber ich renn hinter dir her! Und du kannst... Ich hab jetzt nichts, um das Ding zuzubauen. Och, das Kaninchen! Hey, jetzt müsste Hello. Auf mich warten, weil ich noch Zeug abbauen muss, damit ich hier durchkomme. Damit ich es wieder zubauen kann. Okay. Hier hoch? Ich höre nur Mimimi, sagt mal Emi. Emi hört immer nur Mimimi. Ja, ich bin dabei. Ich sammle Kiefer. Ah, ist das schön. Gehört. Was ist das denn Schönes hier? Oh mein fucking, was passiert hier neben mir? Das waren Fernkämpfer. Ja, die schießen. Ja, Musketen oder was auch immer das sind. Und die heilen sich. Neue Pflanzen. Askalit. Da ist ja ein. Ich werd festgehalten! Ja, dagegen gibt es zum Beispiel einen Perk. Nee, eine Pflanze hat mich gewürgt. Ja, dagegen gibt es einen Perk.
Kann man den Vogel einfangen? Stimmt. Ja! Hihi! Du kannst ihn aber bestimmt auch abschießen. Aber das hat dir ewig, den nach Hause zu bringen. Ja. Also du kannst ihn in den Man-Cut setzen oder so. Aber die Wände kann man nicht abbauen, ne? Doch. Kriegt man die auch? Dauert nur. Oh, man kriegt die Grasblock ein Stück üppig. Nee. Doch, Grasblöcke. Stimmt, oh Gott. Oh mein Gott, ich muss alles um. Was passiert da hinten? Was wo? Oh, Action. Ah, das ist ein scheiß Blubberblasenvieh. Oh. Was denn? Ich hab den Vogel getötet. Oh ja, der wächst nach. Oh, Schmetterling. Ich hab einen Schmetterling. Also die Kreuze auf dem Boden hier? Nee. Die Kreuze auf dem Boden zu finden ist echt cool. Au. Oh mein Gott, durch die Blubberblasen gehen ist aber auch tödlich, ne? Ja. Ja. Das hab ich auch grad festgestellt. Don't do that. Also, was macht denn ihr schon wieder im Blubberblasen-Biom? Hier sind auch Blubberblasen, aber nicht so viele. So, und hier ist Regolith. Ich wollte eigentlich finden. Ja, hier ist auch Skolith. Meine ich ja, nicht Regolith. Regolith ist Mondgestein. Ich habe ein seltener Muskelshirt. Passend. Vögel wachsen an Bäumen, den Cutter. Korrekt. Hm. Ich sehe sie da immer. Du weißt schon, dass Vögel nicht existieren, oder? Das stimmt, da ist Drohnen. Ich möchte eigentlich hier bauen. Guck dir das mal an hier! Ja, ja, schon. Ja, wir können ja hier einen Außenposten hinbauen. Wie schön das hier ist! Können ja irgendwo einen Außenposten aufmachen für Skalit sammeln. Auch mit der Musik. Oh, das ist voll schön hier. Es wäre halt gut, wenn wir eigene Teleporter bauen könnten. Oh. Und vielleicht noch, da ist ein. Ja, alle rückwärts laufen auf einmal. Was ist das da? Das ist Gold. Ich habe ein Notenblatt gefunden. Stardew Valley Spring. Ah! Okay, wir müssen hier bauen, ganz eindeutig. Das ist ein Zeichen. Links müssten Gegner sein. Hm, weiß ich schon. Ah, die schießen. Hab ich dir jetzt schon mal gesagt. Hat er packt die dicken Geschütze wieder aus. Oh, jetzt wieder das Strandbiom. Ja, wir sind hier anscheinend gerade voll an der Kante vom Strandbiom. An der Kante, Deswegen wird aus dem Blubberblasenvieh. Was ist das denn da? Oh. Oha. Honig? Oh mein Gott, ist das schön. Was ist das? Schimmelsäule. Schimmelbrunnen. Gegenstand bekommen Schimmelbrunnen. Ich will jetzt nichts sagen, aber Schimmel ist nicht so gut. Ich habe einen Schimmelring gefunden. Erhöht. Ich hab hier noch, Schimmel. Prüfungssamen. In diesen dicken Blumen sind Vorsicht, hier unten ist einer. Drin. Hä? In diesen dicken Blumen ist teilweise das Skelett drin. Oh, interesting. Aber ja, das ist wirklich sehr schön hier. Ich glaube, ich habe jetzt das Söldner-Set komplett dabei. Söldner-Hose, 16 maximale Gesundheit plus 11% Schaden. Ich kann bestimmt auch besondere Fische fangen. Plus 4,5 Bewegungsgeschwindigkeit. Was ist da drüben los? Das da hinten, das ist alles Pilzgebiet, würde ich sagen.
Upsala. Ich glaube, das Wächter-Set ist mein, ja, mein nächstes. Sie sehen sehr unfreundlich aus. Ach Gott. Das ist alles Schimmelgebiet, meinst du? Ich geh mal gucken. Das Gott. Kann hier bomben. Ja, hab's gemerkt. Habt ihr was Schönes gefunden? Ja, den Tod. Ja. Und zwar der Tod durch Tentakel. Oh! Du wurdest von, dem Tentakel abgeschossen. Da wird katahelisch. Sollen wir dein Zeug mitnehmen? Ich kann es auch selbst abholen, wenn ihr keinen Platz habt. Ich frag bloß. Vorsicht, du schießt, Wolfi. Ich kann mein Mausrad nicht mehr benutzen. Doch, jetzt. Bin ein bisschen tot. Nee, du lebst noch. Ja, ein bisschen. Nicht komplett tot, aber ein bisschen tot. Und wie es aussieht, ist die korrupte Wächter-Uniform als nächstes meins. Warum? Dreiteiliges Set mit Underlings-Gedöns. Söldner Muskelshirt. Oh, ich sehe das Tentakel. Vorsicht, Cutter, das schießt. Ich habe zwei von dem Dings Erzt. Ja. Oh Gott, schießt. Also ich habe die komplette Söldnerausrüstung. Falls die jemand haben will. Okay, was bringt die für einen Bonus? Zusammen? Nichts. Also ich möchte ganz kurz festhalten, dass die Gegner hier nicht sterben. Und mein Inventar rappelvoll ist. Meins auch. Inwiefern sie sterben nicht? Die sind gefühlt immun. Ja, die haben einfach nur sehr viel HP, glaube ich. Ja, das sind Bullet Sponges. Ja, und wir sind einfach sehr schlecht ausgestattet. Okay. Na, bei mir sterben sie aber relativ schnell. Oh, noch mehr Tentakel. Ja, Vorsicht bei den Tentakeln, die sind echt böse. Dieses Matschgeräusch. Von hinten kommt was. Ah. So viele Sachen noch, die wir hier mal zusammenbringen müssen. Irgendwie. Ich glaube, das Problem ist, dass wir halt einfach schon wieder Dinge haben, die hier sortiert werden müssten. Au. Bin schon wieder gestorben. Okay. Auf dem Weg zwischen euch und dem Gemeinkart sind auch Gegner. Ring. Und zwar den Schimmelring. Wollt ihr meine Sachen alle einsammeln? Ich habe keine Ahnung. Wir haben den Grabstein von dir nicht mal angekratzt. Also ich weiß nicht, die ganzen Schimmelsachen finde ich eher hässlich, muss ich sagen. Es gibt einen Debuff beim Schimmel. Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt. Ich glaube, das ist Absicht, dass es hässlich ist. Ja, dann kratz mal meinen Grabstein an und guck, ob das mitnehmen kannst. Ich glaub, also Cutter muss mal ganz kurz herkommen. Ich habe so viel mitgenommen, wie ich konnte. Ich glaube, das Gebiet ist auch noch zu hart. Da oben. Ich habe Dodo-Eier. Hast du eine Kiste oder kannst du... Ich kann eine Kiste bauen. Ich kann eine Kiste bauen, habe ich schon. Das ist gut, ich habe mich auch gerade eingebaut. Kerle. Du hast gefragt, hast du eine Kiste? Ja. Und dann hast du Nein gesagt. Nein, ich habe nicht Nein gesagt. Würde ich nie sagen. Du hast alles drin, was man... Ja, leider.
mal. Ich guck, ich nehme so viel mit, wie ich kann. Guck mal, alles mitgekriegt. Juhu. Eine Kiste. Nimm mit. Da unten ist ein... Ja, wir müssen einen Weg finden. Ich laufe den Weg zurück, den wir gekommen sind. Kommst du mit? Ich versuche gerade zu überleben. Ja, do it. By running. Ich bin nicht so der Runner. Ah! Oh Gott, da müssen wir lang bei dem Typen. Weil man nämlich nicht sieht, wo man hin muss. Au, macht der viel Schaden. Ja. Hier hat nämlich keiner was ausgeleuchtet und deswegen weiß man nicht, wo lang. Oh, Grabstein. Meiner. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!